Es war in der Nacht vor Ostersonntag, als die 10-jährige Sophie ein seltsames Geschenk in ihrem Osternest fand. Unter den bunten Schokoladeneiern und Marshmallow-artigen Küken lag ein einzelnes, verlockendes, glänzendes Bonbon, das sie noch nie zuvor gesehen hatte. Es war von einem mysteriösen Duft umgeben, der süß und gleichzeitig verführerisch war. Sophie konnte der Versuchung nicht widerstehen und nahm das Bonbon, das aussah wie ein funkelndes Juwel, in den Mund. Kaum hatte sie es geschluckt, spürte sie, wie sich eine eiskalte Hand um ihr Herz legte und sie in eine wirbelnde Dunkelheit zog. Als Sophie die Augen öffnete, befand sie sich in einer verwunschenen Welt, die von riesigen Schokoladenbäumen und Bonbonflüssen umgeben war. Über ihr schwebte ein gewaltiger Osterschokoladenhase, so groß wie ein Haus, mit Augen aus funkelnden Zuckerstücken und einem Lächeln aus geschmolzener Schokolade. »Willkommen in meiner Welt, Sophie«, sagte der Osterschokoladenhase mit einer dunklen, grollenden Stimme. »Du hast mein Bonbon gegessen und nun gehörst du für immer mir.« Entsetzt versuchte Sophie zu fliehen, aber sie merkte schnell, dass sie in dieser magischen Welt gefangen war. Der Osterschokoladenhase zwang sie, sich seinen grausamen Spielen zu stellen. Sie musste durch ein Labyrinth aus zuckerhaltigen Fallen navigieren, gegen mächtige Lakritzmonster ankämpfen und in einem Wettlauf gegen die Zeit gegen eine Armee von süßen Leckereien antreten. Mit jedem Spiel, das sie gewann, spürte Sophie, wie ein kleines Stückchen ihres eigenen Wesens von ihr genommen wurde, und der Osterschokoladenhase wurde immer stärker und mächtiger. Doch Sophie gab nicht auf. Sie kämpfte mit aller Kraft und Hoffnung, dass sie einen Weg finden würde, um aus dieser Albtraumwelt zu entkommen. Als Ostersonntag anbrach, stand Sophie vor der letzten und gefährlichsten Herausforderung, dem Duell mit dem Osterschokoladenhasen selbst. In einem epischen Kampf, in dem Süßigkeiten und Zauberei aufeinanderprallten, gelang es Sophie schließlich, den Osterschokoladenhasen zu besiegen und seine dunkle Macht zu brechen. Mit einem lauten Knall löste sich die magische Welt um sie herum auf und Sophie fand sich wieder in ihrem Zimmer. Das Osternest lag friedlich neben ihr. Die Sonne schien durch das Fenster und die Vögel zwitscherten fröhlich. War es nur ein Traum gewesen? Sophie wusste es nicht, aber sie spürte, dass sie einen wertvollen Sieg errungen hatte. Nicht nur über den Osterschokoladenhasen, sondern auch über ihre eigenen Ängste und Zweifel. Seit diesem Tag betrachtete sie Süßigkeiten mit anderen Augen und wusste, dass nicht alles so unschuldig war, wie es schien. Die gruselige Geschichte von Sophie und dem Osterschokoladenhasen verbreitete sich im Dorf wie ein Lauffeuer und die Kinder hörten gespannt zu, während die Erwachsenen mit einem Schauer an ihre eigene Kindheit und die Mysterien von Ostern dachten. Und so blieb die Legende des Osterschokoladenhasen im Gedächtnis der Menschen haften, als eine Erinnerung daran, dass selbst die süßesten Freuden ihre dunklen Seiten haben können. Ich hoffe, die kleine Ostergeschichte hat euch gefallen. Creepy Roxy wünscht euch frohe Ostern!